Auf dem Pariser Autosalon 2014 wurde der neueste Zuwachs der Mini-Familie präsentiert, der Mini-Fünftürer. Mit diesem Modell sollen die typisch sportliche Mini-Charakteristik und auch die klassische Mini-Optik bestehen bleiben, bei deutlich mehr Vielseitigkeit. So bieten die zusätzlichen Türen natürlich einen besseren Zugang zu den Rücksitzen und davon gibt es nun 3 Stück. Dank eines um 72 mm verlängerten Radstandes und insgesamt 16 cm mehr Fahrzeuglänge sowie 6 cm mehr Innenbreite gibt es sowohl für die Insassen als auch das Gepäckabteil mehr Raum. Das Fassungsvermögen des Kofferraums in Grundstellung ist um 67 Liter auf 278 Liter gestiegen. Im Cockpit bleibt es beim gewohnten Mini-Design und den großen Rundinstrumenten mit den verspielten Schaltern und Anzeigen. Für den Fünftürer sind auch die üblichen Extras wie adaptiver Tempomat, LED-Scheinwerfer oder Head-Up-Display erhältlich. Der günstigste Mini-Fünftürer ist der One mit 102 PS um 18.870 Euro. Die billigste Diesel-Variante mit 95 PS kommt auf 20.590 Euro. Auch zu sehen gab es den Mini Superleggera Vision. Die Studie des Speedster-Zweisitzers vereint britische Mini-Elemente mit dem Italo-Flair des italienischen Karosserieherstellers Touring Superleggera. Es gibt kein Verdeck, dafür eine rahmenlose Windschutzscheibe. Als Antrieb fungiert ein Elektromotor. Die LED-Heckleuchten sind im Stil des Union Jack gezeichnet. Ob und wann ein Mini-Speedster in dieser Form jemals in Serie geht, ist nicht bekannt.